Hallöchen Leute und willkommen zu meinem Let's Play von Super Mario Galaxy 2 für die Nintendo Wii. Das letzte Mal haben wir die Right Side Down Galaxy komplett abgeschlossen, wie man an dieser lustigen Krone hier links oben sieht. Und wir bewegen uns zur nächsten Galaxie, zur Fluffy Bluff Galaxy. Schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Und die erste Mission lautet Search for the Toad Brigade Captain. Das heißt, wir müssen den Kapitän der Toad Brigade scheinbar suchen, befreien, was auch immer. Und dort wartet auch das neue Power-Up auf uns, das ich euch dann gleich vorführen werde. 3, 2, 1, BAM! Also, schauen wir doch mal. Ups. Haha, das kannst du voll knicken. Ups, so, einmal hier. Ups. Und mit Cloud Mario können wir Plattformen erzeugen, mit denen wir höher gelegene Stellen erreichen können. Ups. Ah, das war blöde. Hoppa! Wunderbar! Ups! Du nicht! So! Und du kannst auch mal aus dem Weg gehen. Dich nehme ich mir nochmal mit, denn da oben habe ich einen Fragezeichenblock gesehen und den will ich mir natürlich mal mitnehmen. Oh, Münzen! Ups! Sehr praktisch! Okay, so, das hier wird jetzt ein etwas schwieriger Sprung. Aber schauen wir mal, ob wir das nicht hinbekommen. Prächtig! Und hier einfach mit dem Wall Jump nach oben. Und, kann ich die alle sammeln? Ne, das sind gar keine Sternsplitter. Klone, ja. Wie auch immer. 2, 3. Ups. 4. Ich finde die eigentlich irgendwie witzig. So. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir dann die Möglichkeit haben, hier ranzukommen. Nein. Nein, da brauchen wir scheinbar einen Wolken Power Up. Kommen wir da ran? Gibt's hier eins? Da muss ich das in der nächsten Mission hier nochmal probieren, falls es eine nächste Mission gibt. Derweil machen wir uns auf den Weg zur nächsten Umgebung, Area. Und schauen wir doch einfach mal. Ups. Oh, wow. Hoppa. Haha, das hast du so gedacht. So. Oh, das hat er sich so gedacht. Was bist du denn? Ja, der sagt mir gerade, dass ich mit der B-Taste die Sternsplitter abschießen kann und damit die Gegner kurzzeitig betäuben kann. Was ich natürlich schon weiß. Genau, was ich noch nicht erwähnt habe als Cloud Mario, wenn ihr euch im Wasser oder ins Wasser fallt, verliert ihr das Power-Up. Ups, das war blöd. Nehmen wir uns lieber ein neues mit. Appa! So, dann noch einmal hier rüber. So, jetzt muss ich mich scheinbar in einem Rennen gegen einen Affen beweisen. Ups. So. Und da kommen wir natürlich mit Leichtigkeit hoch. So, okay. Aha. Und der gibt mir einfach so den Stern ohne ein Rennen. Da habe ich natürlich jetzt nichts dagegen. Dankeschön. Danke. You got a star. Prächtig.
Und wir bekommen damit unseren 10. Stern. 285 Sternensplitter und 240 Münzen. Und können uns natürlich jetzt auf den Weg zur nächsten Galaxie begeben. Und können jetzt in unserem Raumschiff jederzeit das Wolken-Power-Up uns aneignen. So, schauen wir einfach mal hier rüber. Zur nächsten Galaxie. Da können wir jetzt vorbei. Gar kein Problem. Whoops. Bowser Jr.'s Fiery Flotilla. Die erste Boss-Galaxie. Und Gobbleguts Aching Belly. Schauen wir mal, was diese Mission zu bedeuten hat. Okay, das sieht alles irgendwie ein bisschen verwirrend aus. Gucken wir doch mal, wie wir da hinkommen. Oh. So. Was seid ihr denn? Au. Upsala. So. So. Aha. Oh. Bomb aufpassen. Du bist weg. Up. Was passiert jetzt? Ah, die Tür geht auf. Ups. Ups. Dry Bones. Und zum nächsten Launch. Da, das war ein kurzer Flug. Hoppa. Oh. Ups. Ups. Ah. Hoppa. Hoppa. Aus dem Weg. Komm durch. Aus dem Weg. Achtung. Achtung. Ups. Au. Ja, okay. Upsa. Und damit treffen wir auf Bowser Jr. Schauen wir doch mal, was er uns entgegenzusetzen hat. Er will seinem Vater natürlich helfen und schickt ein Monster namens Gobblegut, um uns zu erledigen. Oh je. Aber natürlich, hoffentlich kein Problem für uns. Meine Güte, hast du einen großen Mund. Ups. Ich gehe mal davon aus, diese großen, leuchtenden, roten Punkte sind irgendwie seine Schwachstellen. Ah, okay. Hoppa. Aha! 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 Gar kein Problem soweit. Oh, jetzt scheint er irgendwie sauer zu sein. Ups. Na, komm schon. Hoppa! Oh! Wow, ich sollte mir vielleicht eine Münze schnappen. So. Zum Glück macht er hier gerade alle Kristalle kaputt. Ups. Au. Okay, das sieht noch gar nicht so schlimm aus. Bah. So. Okay. Münze. Ups. Ups. Und. Ui. So. Los. Ah! Oh. Okay, eigentlich gar nicht so schwierig, aber der hat uns gerade ziemlich zerlegt. So, dann probieren wir das Ganze einfach nochmal. Ups. Okay. Ups.
Ups, nein. Ach, die Münze wollte ich haben. Ah, Kamek. Magi Cooper, was auch immer. So. Ah, eine Life Extension. Warum habe ich die mir vorhin nicht geschnappt? Ups. Ups. So, die scheint mir irgendwie wichtig. Ups, ups. Und das Ganze versuchen wir nochmal. Ja, da brauchen wir jetzt nicht. Da kennen wir auch schon alles. So. Diesmal sollte das Ganze ein bisschen besser funktionieren. Öp, mampf, mampf, mampf. Om nom 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 nom. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ah. Okay. So, jetzt ist er ein bisschen sauer. Öp. Up, 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 up. Up, 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 up. Und so. Na los, na los. Ha, aua. Ha. Okay, damit hat er nur noch einen roten Punkt, den wir ihm vernichten müssen. Und dann geht er hoffentlich hier mal hinüber. So, damit haben wir das dicke Schlangending umgehauen und ist in einer lustigen Wolke verpufft. Und damit erhalten wir unseren ersten großen Stern. Wunderbar, so gehört sich das Ganze doch. So, nochmal einen schönen Flug, einmal um mein Raumschiff und... Schön. Ups. Und damit können wir zur nächsten Welt fliegen. Und bekommen den 11. Stern natürlich. 390 Sternsplitter und 243 Münzen. Hey! Hey! So, also er sagt uns jetzt, dass wir in die nächste Welt reisen können, dass wir einen Schritt näher sind, die Prinzessin zu befreien. Und wir bewegen uns natürlich sogleich auf zur nächsten Welt. Whee! Wow. So, die sieht mir schon etwas größer aus. Schauen wir doch mal, ob wir hier genauso, ich möchte fast sagen, problemlos durchkommen wie beim letzten Mal. Also, hier gibt es neue Powersterne und so weiter und so fort. Das Spiel wurde gespeichert. Ich werde nochmal auf mein Raumschiff zurückkehren. Wow. Das sieht verdammt cool aus. Ich frage mich zwar, was die Möwen hier machen, aber okay, ich hinterfrage in diesem Spiel nichts. Das macht keinen Sinn. Also, ich möchte mich mit diesem Part von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, bitte kommentieren, bitte gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.